Nee, sie hat doch eben gerade noch gesagt, bitte geht an das, wo das Feuer ist. Da ist es doch. Da vorne ist Rauch. Mann. Rauch? Glaubst du, sie geben uns Zeichen? Ich dachte, wir hätten es mit einer Geiselnahme zu tun. Was war das? In diese Richtung! Helikopter, warum zum Teufel sollten sie das tun? Oh oh. Hat der dem Heli gerade so einen Roundhouse-Kick gegeben? So ein Backflip-Kick war das gewesen. Lauf hoch damit, alles hoch, runter, runter, links, rechts. So würde ich übrigens auch einfach in einem Flugzeug versuchen, das Leben zu retten. Einfach irgendwas so hoch und runter drücken. Scheißegal was. Ich weiß, dass es ein Helikopter ist. Bitte jetzt keine Klugscheiße. Oscar, die Käse ist bewusstlos. Oscar! Pilot, kannst du die Kiste landen? Ah, andere Plätze sind was dran. Deshalb kennen die sich. Ich schau gleich mal rein, was da der Grund dafür ist. Ich muss ganz kurz nur gucken, dass wir jetzt hier nicht sterben. Sonst sind wir nämlich tot. Das nennst du landen? Verdammt, Billy! Nur mit Silber, ey, komm, weil ich jetzt einmal wahrscheinlich am Anfang mich verdrückt habe. Wo sind wir? Wieder am Boden. Oh Mann. Engine wird stocksauer sein, wenn sie die Rechnung hierfür bekommen. Hätten halt eine Pterodactylus-Versicherung abschließen sollen. Was? Wo hat Oscar jetzt die Zigarre her? Kannst du das reparieren? Klar, gib mir einen Monat. Du hast eine Stunde. Ja. Das Tape im Überlebenskit. Und glaub mir, du willst Oscar auch nicht enttäuschen. Der Dschungel hier ist irgendwie anders. Anders als wo? Für mich sehen alle Dschungel irgendwie gleich aus. Hey, erinnerst du dich? Oh oh. Warte mal. Ich hab was gehört. Vielleicht okay. Kann sein, aber die Stelle, an der du das Feuer gesehen hast, ist noch ziemlich weit weg. Dann finden wir jetzt mal den Grund heraus, warum die Loposaurier auf dem Hintergrundbild drauf waren. Ich rieche Rauch. Schau dir das an. Sie sind in der Nähe. Los! Warte. Könnte gefährlich sein. Weiß ich. Dafür habe ich ja die hier. Wie er weg, wie er losrennt, ey. Was für ein Kasper. Ganz klare Anzeichen für ein Lager. Sie waren hier. Müssen nur die Fährte aufnehmen. Okay. Oh, die hat aber gut viel Blut verloren hier, die Liebe, ne? Nima ist ja wirklich schon, seit das Spiel angefangen hat, in Mitleidenschaft gezogen eigentlich, ne? Jetzt nicht leicht auf der Insel. Hey, hier ist Blut. Das wird ja immer besser. Ja, da sind die Bären. Hier hat wohl jemand Beeren gepflückt, aber hoffentlich keine gegessen. Als ob du das sehen könntest. Nee, das kaufe ich ihm nicht ab. So. Keine Spuren, keine abgeknickten Blätter, gar nichts. Keine abgeknickten Zweige. Wenn sie hier entlang kamen, haben sie keine Spur hinterlassen. Die Eier aber. Hier sind ein paar frische Spuren, Oscar. Ich tippe auf Saurier. Das sind doch schon wieder Trodon-Spuren, meine ich, ne? Oh. Oh Mann. Das wird bei Mama aber gar nicht gut ankommen. Oh Gott. Hier sind die auch wenigstens mal ein bisschen gefährlich, diese Viecher, ey. Gerade eben die Dilophosaurier. Die werden optimal als so harmlose kleine Viecher dargestellt. Und hier haben die halt wirklich auch... Oh Gott. Das war echt knapp. Hier haben die auch wirklich was zu melden in dem Game. Wo ist eigentlich Oscar? Ah ja. Alles okay? Oscar, Gott sei Dank.
Dachte schon, mit mir sei's aus. Ich sagte doch, sei vorsichtig. Was ist das überhaupt für ein Viech? Was es auch ist, ich mache es alle. Hey, hey, beruhig dich, Großer. Es ist vorbei, vorbei. Lass es gut sein. Schau's dir doch an, du hast gewonnen. Es ist keine Gefahr mehr. Hey, danke. Also, ich habe überall geschaut. Konnte nicht die Spur einer Fährte finden. Da lang. Wir zocken auch hier auf dem Kanal. Ihnen ist schon klar, dass wir direkt gleich, wenn die Cutscene vorbei ist. Hier geht's nirgendwo runter. Wir müssen einen anderen Weg finden. Was wohl mindestens einen halben Tag dauern wird. Es gibt einen alten Ziegenpfad, den wir nehmen können. Das ist jetzt auch, glaube ich. Also hier könnte ein Moment kommen, an dem ich auf jeden Fall verkacke. Wow, warum hast du mir nichts von den Achterbahnen erzählt, Dad? Oh nein, das war auch so ein Rätsel. Habe ich da nicht auch so übertrieben lange für gebraucht jetzt? Egal, ihr kennt das Rätsel bestimmt. Ihr könnt mir direkt sagen, wie ich jetzt diese Wagen ordnen muss. Fürs nächste Mal aufheben wusste ich nicht, die Fahrgeschäfte nicht viel genau. Ist nur nicht fertig, glaube ich, ne? Die Achterbahn. Naja, diese Achterbahnen sind noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Du solltest dich nicht zu früh freuen. Der Pfad war in Stein gemeißelt und uralt. Er hat viele Stürme und Erdbeben überlebt. Hören Sie, es ist zu spät für einen Umweg und zu gefährlich, den Weg zurückzugehen. Benutzen Sie das Funkgerät. Kontaktieren Sie das Rettungsteam. Das ist unsere beste Überlebenschance. Da unten. Wir können dieses Vehikel benutzen, um runter zum Ausgang zu gelangen. Wir fahren damit? Der Hebel hier. Sieht aus, als könnten wir die Sinnen damit Richtung Ausgang stellen. Ja, aber das ist der Notfallhebel. Außerdem ist es doch offensichtlich, dass das Ding noch nicht fahrtüchtig ist. Es scheint der einzige Weg zu sein. Wenn Sie keinen sicheren Weg nach unten finden, muss ich Sie runterstoßen. Wenn ich Strom hätte, könnte ich die Achterbahn von hier oben aus vielleicht in den Wartungsmodus schalten. Er stellt die Schienen um, genauso wie der Notfallhebel. So können die Mitarbeiter die Schienen betreten, um zu arbeiten und Sachen zu reparieren. Aber ich sehe gar keine Wagen auf der Hauptschiene, Dad. Schalten Sie den Strom ein. Wir fahren also? Ja, es wird langsam dunkel. Wir können den Weg nicht zurückgehen. Oh, Mann. Das machen sich die Dinosaurier bald auf die Jagd. Auf die Jagd? Nach uns? Noch sind sie relativ weit weg, aber wir sollten trotzdem nicht mehr lange hier bleiben. Hören Sie, wenn wir es Leben bis zur Küste schaffen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Hm. Verstanden? Und du kommst mit mir mit. Ja, sprich mal ein Machtwort jetzt hier, ey. Ist ja wie im Kindergarten. Hier, du bleibst beim Hebel und hilfst mir, die Wagen auf die Schiene zu bekommen. Nein, das ist so eine Scheiße, mit diesen Wagen hey, auf Dad, die Schiene zu bekommen. Wofür sind diese Wagen? Die haben gar keine Sitze. Ich schätze, das sind Förderwagen. Wir müssen sie von der Schiene schaffen und Wagen zum Sitzen draufheben. Die Fahrzeuge sind von 1 bis 3 nummeriert. Ja, ja, ja. Aber wir machen jetzt erstmal das andere, komm. Wir müssen, glaube ich, sowieso erstmal den Strom anmachen, ne? Da kommen wir nicht dran vorbei. Denn ohne Strom geht, glaube ich, auch diese Dings da nicht. Okay, das hier sind die Hauptschalter für die Achterbahn. Von hier aus sollte ich den Wartungsmodus einschalten können. Aber erst mit Strom, oder nicht? Geht das schon? Was übersehen wir hier? Na, den Strom. Wir haben noch keinen Strom. Wir können nicht weitermachen, bis er wieder da ist. Sehr gut. Es war der Generator hier hinten gewesen, ne? Bone Shaker. Wenn ich mir das so ansehe, würde ich sagen, dass das Kraftwerk irgendwo da drüben sein muss. Sie bleiben hier. Du gehst. Die ohne Sitze müssen raus. Und ja. Wonach soll ich suchen? Nach einem Kraftwerk. Such nach Türen. Wir gucken mal, ob das so einfach ist. Nach Nummern sortieren und nämlich die ohne Sitze aussortieren. Ich meine nämlich, das war nicht so leicht. Das ist auch, wenn du weißt, was du machen musst, wird das gleich wieder voll der Akt werden, glaube ich. Hier ist nichts. Ja.
Dann gucken wir doch mal dahinter. Ich glaube, da ist nämlich auch dann der Stromkasten. Und den müssen wir aber erst irgendwie aufkriegen. Dad, hier sind Türen. Ist das hier das Stromding? Sieht ganz so aus. Öffne sie und leg den Hauptschalter um. Quicktime-Events kommen auf jeden Fall, sobald ich halt hier die Achterbahn zum Laufen bekommen hab. Die Türen sind verschlossen. Ich hab keinen Schlüssel. Schon okay, ich schlag einfach die Scheiben ein. Sehr gute Idee. Das ist mal eine richtig gute Idee. Einfach mal wirklich handgreiflich werden jetzt hier. Und auf geht's. Ich hätte diese Scheibe einfach auch nicht aus der Entfernung hier getroffen. Ohne Mist. Okay, ich kann reingreifen. Wonach muss ich suchen? Da sind zwei große Schalter drin, Jess. Aber so kommst du wahrscheinlich nicht ran. Nee, kommt sie auch nicht. Aber sie kann... Kann sie nicht irgendwie so von unten die Tür einfach aufmachen? Geht nicht, ne? Ich muss irgendwie an diesen Türen vorbei. Ja, dann... Lass uns doch mal schauen. Er konnte mit dem Kran auch irgendwas machen, glaube ich. Ne? Der Kran war... der war dafür da, um die Tür aufzubrechen oder so ein Kram. Du musst zuerst die beiden gleich, da kommen wir gleich nochmal dazu. Da kannst du mir das gerne sagen. Wie ich das am schlauesten machen soll. Lass mich aber gerade erstmal kurz den Strom anschalten. So. Ist das richtig? Oder packe ich jetzt gerade Jessica am Genick? Das wäre natürlich jetzt auch doof. Aber nein, okay. Das müsste so funktionieren. Sei vorsichtig, Hopp. Jess. Was hast du mit dem Haken vor? Dinos angeln, die Türen natürlich. Was für eine blöde Frage. Seht und staunet. Okay, Dad, du bist dran. Alle zurücktreten. Super. Das habe ich schon erklärt mit dem King Kong, warum das nicht kommt. Das ist einfach, weil ich die falsche Version bestellt habe und muss mir die richtige Version noch nachkaufen. Deswegen, kommt King Kong dann erst wieder, wenn wir jetzt halt dann hiermit fertig sind. Da geht ja nicht lange, das Spiel. Das ist ja ruckzuck eigentlich durch hier. Und dann geht's dann weiter mit King Kong. Weil ich habe mir die Xbox-Version bestellt, wollte aber eigentlich die Xbox 360-Version haben. Da habe ich nicht drauf geachtet. Okay, schon mal eine. Was, ich halte es nicht mehr aus. Ich esse ein Stück Torte. Gefrorene Torte, ey, weiß ich ja nicht. Wir haben uns letztens diese Benjamin-Blümchen-Torte nochmal gekauft. Auf die schwören ja auch alle, ne? Ich finde, die ist okay. Gibt aber Geileres. Aber nicht gefroren. Wenn so ein Kuchen noch, eine Torte noch in der Mitte so ein bisschen gefroren ist, finde ich eher weniger geil. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Strom. Willkommen im Knochenrüttler! Sieht aus, als hätten wir Strom. Boah. Der Knochenrüttler. Cool. Okay. Geil. Was ist das da? Ich weiß nicht, Raubsaurier. Zum Glück sind sie zu weit weg, um zu erkennen, was für welche es sind. Aber kein T-Rex, oder? Definitiv kein T-Rex. Die wird aber noch sympathischer, die Nima. Die wird ja noch, glaube ich, oder? Die wird doch natürlich, klar. Ich will das hier nicht. Okay, jetzt könnt ihr mir weiterhelfen. Ihr habt hier eben gerade reingeschrieben, was ich machen muss. Das heißt, genau jetzt könnt ihr mir quasi eure wertvollen Tipps geben. Ich war beim Kauf schon länger unterwegs. Der Rand ist essbar, ist wie Eistorte. Ja, dann lass dir auf jeden Fall schmecken. Ich will es dir ja gar nicht schlecht reden. So. Also. Schauen wir uns diese Scheiße jetzt mal an. Suchen Sie also die Wagen aus. Natürlich machen die das genau so, auf jeden Fall.
Okay. Und wie konnte ich dann nochmal die Wagen da rausholen? Beweg das Gerüst. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist doch viel zu schwer. Okay. Das heißt, das hier, das bleibt auf jeden Fall vorne, oder? Sehe ich auch hier, hier sehe ich nämlich keine Zahl dran. Was haben wir denn da vorne noch für einen Wagen? Ich muss den mal ganz kurz von vorne sehen, um gucken zu können. Das ist nämlich Wagen 2. Okay, du hast eben gerade schon geschrieben, Wagen 3 muss jetzt erst nochmal hier rein, richtig? Wo steht's denn? Oh, Moment. Ich habe vergessen, den Strom ans MacBook anzuschließen. Das wäre jetzt eben gerade fast fatal geworden. Wie nein? Ich wollte doch einfach nur die Zahl sehen auf dem Wagen. Chill doch mal ganz kurz bitte. Auf eure Dino-Nuggets. Ich wollte doch einfach nur mal gerade einen Überblick mir verschaffen. Ich bitte euch. Nein, Wagen. Okay, okay. Also. Wagen 3. Was? Der muss jetzt wieder da rein, oder was? Das ist die 2. Ja, ich... Oh Mann. Ich wollte doch nur wissen, was für eine Nummer das ist, weil, ich erkläre dir meinen Gedankengang, hier ist keine Nummer drauf auf dem Teil. Hier ist eine 3. Doch, ich sehe es hier oben. Ist auch, okay, scheiß drauf, ich habe einen Fehler gemacht. Das war mein Fehler. Gut. Also, der Wagen kommt erstmal jetzt zurück da rein. Und wie kommt der Wagen aber dann zurück da rein? Los, das Gerüst muss von der Szene runter. Ja, klar. Das Gerüst bewegt sich kein Stück. Es sei denn, sie sind sehr viel stärker, als sie aussehen. Einfach 7! Nein. Ich kann nicht. Schieben Sie doch. Das muss ich mit dem Kran, glaube ich, machen, aber... Wie kann ich denn die Wagen jetzt nach hinten setzen, wenn ich das jetzt hier ver... Oder muss ich zuerst das Gerüst entfernen? Das geht doch mit Sicherheit auch mit dem Kran. Wette ich. Ich check da mal die Lage ab. Das muss Nima machen. Okay, ich glaube... Ja, dachte ich auch, dass du über die Schaltfläche hier, dass du dann darüber auch die... Waggons zurückschieben kannst, aber machen jetzt erstmal den hier. Weil das ist, glaube ich, auch das Lösungs... des Problems Lösung. So, dann gehen wir mal zurück dahin. Und nehmen uns das Teil darunter. Hey, was ist denn hiermit? Können wir den gebrauchen? Na klar. Lass das in Ruhe, Schiene, Gerüst, Gerüst. Häng ihn ins Gerüst ein, dann können wir es mit dem Kran von den Zinnen heben. Jawohl. Zurück, Jess. Mann, sind wir ein Team, ey. Es müsste viel mehr Jurassic Park Games geben, ja. Ich hätte, ey, das hier einfach weiter fortgesetzt. Aber ich meine, es ist halt, es passt halt nicht mehr in den Kanon rein, das Spiel, ne? Aber dann mach halt noch weitere Games in der Variante hier. Ach so, was ich vorhin noch sagen wollte, genau. Das Jurassic World Aftermath-Spiel für die VR-Brille, für die Oculus Quest 2. Wollte ich ja auch nochmal streamen. Kommt auf jeden Fall noch. Sehr bald wahrscheinlich auch, weil ich die Brille inzwischen verkaufen will, weil ich die halt einfach gar nicht benutze. Aber den Stream machen wir noch. Und sogar in diesem Spiel werden die Lophosaurier so total harmlos dargestellt. Die musst du mit Taschenlampen anleuchten, damit die wegrennen und so ein Kram. Finde ich hier in dem Game geiler, dass die hier wirklich eine Gefahr sind. Das wollte ich vorhin noch sagen. Und es tut gut, mir das von der Seele geredet zu haben. Okay. Das Gerüst ist fort. Jetzt können wir die Waggons nach hinten schieben. Aber muss das sie machen? Es passen keine Wagen auf die Schiene. Nee, sie kann nur... Welche runterbekommen. Sie kann nur unfähig sein. Sie kann das einfach nur drehen. Nochmal. So. Und dann muss sie die Waggons rein. Es passen keine Wagen. Nein, auf die Mädel. Schiene. Ich muss erst welche runterbekommen. Mhm. Okay. Sie bringt die jetzt also raus. Und jetzt
Chat. Jetzt müssen die anderen beiden Waggons raus, wo nämlich noch keine fahrtüchtigen Waggons drauf sind. Das ist einmal der da. Und der muss jetzt ja auch noch raus, ne? So. Jetzt könnt ihr mir mit eurer Weisheit weiterhelfen. Wenn ich jetzt nämlich den Waggon raushole, ja, den leeren hier, dann ist der ja vor der Nummer 2. Die Nummer 2 muss aber als nächstes da dran. Wagen 2 erstmal rauf. Okay, okay, gut. Machen wir das einfach mal, was du jetzt erzählst. Das war der Knopf hier, glaube ich, ne? Wagen 2 erstmal drauf. Funktioniert. Okay, das ist echt ziemlich cool. Okay, Nedry, ich höre auf dich, ne? Du, ich guck gerade genau, was du schreibst. Du scheinst nämlich zu wissen, wie es geht. Erst wieder der Frachtwagen. Ja, warte, bevor du jetzt ausflippst, tu mir einen Gefallen und schreib einfach mal einen ganzen Satz. Du schreibst gerade andauernd nur Worte. Wagen rauf, was? Wagen raufdrehen, dann zu Wagen 3. Mach 2 wieder runter. Okay, gut, dann wäre das natürlich für den Arsch gewesen gerade. Muss jetzt zu meinem Cousin, tschüss. Alles klar, Lukas, mach's gut, hau rein. Der Wagen muss also runter. Dann muss aber laut eurer Theorie... Ihr wisst ja, wie es geht, das ist keine Theorie. Jetzt hab ich ihn wieder drauf gemacht. Moment. Es muss der Wagen runter und auch noch der andere Wagen muss runter, ne? So, die beiden müssen raus. Waggon 2 runter, weiter und den Frachtwagen von eben, den du eben runtergemacht hast, wieder rauf. Ach, wieder rauf dann sogar. Ich mach das einfach mal, was du jetzt schreibst. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll. So, den wieder drauf. Jetzt müssen beide Frachter wieder drauf. Ja, alles klar, okay. Wie viele passen denn insgesamt hier auf die Schiene? Das sind 3 Stück und da auch noch einer. Das ist dann der 4. ne? Okay, also die beiden sind jetzt wieder drauf. Beide Frachter müssen, habe ich jetzt drauf. Beide Frachter sind auf jeden Fall jetzt oben. Genauso, dass dann 2 Frachtwagen drauf sind und dann dahinter die Nummer 2. Okay. Dann dahinter die Nummer 2. Das haben wir jetzt so auch gemacht, alles klar. Müssen die beiden Frachtwagen drauf bleiben, oder was? Ist das jetzt schon das Rätsels Lösung hier? Ich dachte auch, dass die Frachtwagen auf den Kreis müssen. Oder nicht? Die Nummer 2 dann in den Slot zurück. Okay, Moment. Dann drehen wir das Ganze hier gerade nochmal. Sie kann das drehen. Die Nummer 2 in den freien Slot zurück, oder was? Noch ein zweiter, da die Nummer 2 rein. Okay, das ist dann das hier. Da dann die Nummer 2 rein. Auf die Schiene. Ich muss erst welche runterbekommen. Das war der falsche, die falsche Taste. So, Nummer 2 ist weg. Ah, ich hab's gecheckt. Alles gut.
Trotzdem vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Ich glaube aber, jetzt passt einfach alles so. Jetzt kommen nämlich dann hier einfach die anderen beiden Waggons rein. Der und der. Und dann komme ich ja an Nummer 2 und Nummer 3 perfekt dran. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Hilfe. Ich habe es, glaube ich, jetzt gecheckt zum Abschluss nochmal. Super. So. Dann klatschen wir die Nummer 2 hinten dran. Und dann noch die Nummer 3 zum Abschluss. Mit dem Chat ist schwer. Ich habe super gut verstanden. Vielen Dank für die Hilfe. Ich hätte es sonst nicht gecheckt. Oder es hätte zumindest länger gedauert. Ich habe da, glaube ich, letztes Mal echt lange für gebraucht. Hey, alle Wagen auf der Ladeszene. Jetzt sind Sie dran. Was wollen Sie tun, wenn das Rettungsteam auftaucht? Was? Na, die haben den Lärm bestimmt gehört. Über das Rettungsteam machen wir uns später Gedanken. Okay. Dann kommt jetzt auf jeden Fall... Ah, das wird jetzt ein bisschen happig, glaube ich, werden. Mal gucken, ob ich hier überhaupt noch Gold bekommen kann jetzt. Aber die Achterbahnfahrt hat es auch in sich, ne? Ich spoiler jetzt hier nicht, was passiert. Mal gucken. Ich muss die Wartungsschiene noch einschalten. Ja, hau rein. So sollte es funktionieren. Die Achterbahn sollte uns am Wartungsausgang rauslassen, statt die normale Strecke zu fahren. Ich habe mein Bestes gegeben, ja, alles klar. Muss aber nur leider auch los. Dann auf jeden Fall vielen Dank für deine Hilfe. Und bis zum nächsten Mal oder bis später, je nachdem, ne? Hau rein, Nedry. Mach es gut. Okay, jetzt können wir die Wagen, aber... Wow. So, das wär's. Die Achterbahn ist im Wartungsmodus und hoffentlich sicher. Sie wird langsam fahren. Na los, je schneller wir an der Küste sind, umso schneller ist das hier vorbei. Festhalten. Es wird eine ziemlich kurze Fahrt. Kann das Teil denn nicht schneller fahren? Okay. Ich dachte, jetzt kommen eigentlich die Trodon, die Trodöne, aber das sind die ja gar nicht. Und weg mit dem Viehzeug, ey. Sollen das eigentlich gerade Raptoren? Ne, das sind keine Raptoren. Die sehen anders aus, die Raptoren im Spiel. Einmal habe ich mich gerade verdrückt. Scheiße. Ärgerlich. Gibt also kein Gold mehr hier. Okay. Ach du Heiland, ey. Ich bin gerade so im Konzentrationsmodus. Das war knapp. Das war eben wirklich knapp. Zack, in die Fratze. Das war knapp. Oh Gott. Oh oh. Okay, mein Schatz, wir sind in Sicherheit. Raus, raus hier sofort. Und zwar zackig, 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 zackig. Oha, okay. Jess, nimm meine Hand. Jetzt sind wir übrigens auch keinen Millimeter weitergekommen. Wir sind jetzt genau da, wo wir angefangen haben. Ne? Einfach wieder oben an der Achterbahn. Ja, hau rein. Wir haben keine Zeit. Oh Gott. In Ordnung, Schatz. Ich hab dich. Ich hab
Okay, Klassiker. Hatte eben gerade so ein bisschen The Lost World Jurassic Park 2 Vibes, oder? So über der Klippe hängen. Dankeschön. Die Hauptfiguren hängen über der Klippe und dann kommen dann eben die Söldner und retten die anderen. Ja. Und jetzt? Jetzt machen wir eine kleine Spritztour. Einmal und nie wieder. Wie haben Sie diese Viecher genannt, die Sie gejagt haben? Carrerasaurier? Herrerasaurus aus dem Trias. Nachdem wir sie gezüchtet haben, konnten wir sie leicht als frühe Theropoden einordnen. Oh klar, frühe Theropoden. Das habe ich doch schon immer gesagt. Stimmt's, Oscar? Wo ist Danny? Ich glaube, Danny ist nicht mehr ganz so frisch unterwegs, oder? Decaf! Du schaust im Heli. Ich überprüfe die Umgebung. Nicht weggehen. Die hat's aber auch wirklich nicht leicht, die Gute. So einen habe ich ja so lange nicht mehr gesehen. Erfährt man auch noch, warum sich die beiden so sehr hassen? Halt bloß die Klappe! Hat Oscar nicht sogar ihr Volk abgeknallt oder sowas? Dennis. Und sie klemmt. Oh. Oscar! Mir gefällt das hier alles nicht, Alter. Die Kevs Waffe klemmt. Da drüben ist eine Blutspur. Und er lässt nie seinen Helm einfach so rumliegen. Nie! Decaf wird vermisst. Der Helm, ja. Vermisst? Vermisst? Auf keinen Fall! Er sollte beim Hubschrauber bleiben. Er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Oh oh. Billy! Spürst du das? Wir haben Team Bravo schon verloren und... Billy! Hey, wir hauen nicht ohne Decaf ab. Wir waren uns einig, oder? Oh Mann, ich lass nicht zu, dass das ein zweites Nicaragua wird. Rührt euch! Wir haben hier ein Problem. Da kommt gerade ein großes Problem angelaufen, glaube ich. Rein in den Heli, sofort! Oje, 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 oje. Und die Kombis rennen mit. Auf, nimm die einfach mit in den Helikopter. Dann passt die Sause auch schon. Kein Saft. Bin dran. Das Game zeigt halt, wie viel da noch filmtechnisch gehen würde. Man kann das nicht oft genug... Auf jeden Fall, ey, auf jeden Fall. Du musst ja nicht immer alles so groß aufbauen. Jurassic World hat sich einfach von Anfang an die Aufgabe genommen, wir müssen jetzt Dinosaurier global aufs Festland bringen. Du brauchst nicht so eine Riesengeschichte. Ein Jurassic Park oder Jurassic World Film sollte einfach auf einer Insel spielen. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Versuch's jetzt! Die Batterie reagiert nicht! Eine andere! Das ist, glaube ich, immer die letzte Batterie, ne? Ich glaube, ich kann beim ersten Mal nicht die richtige erwischen. Fällt mir überhaupt nicht! Mach schneller! Nimm die wieder raus. Er beeilt sich halt doch einfach gar nicht. Dann nehmen wir jetzt mal die mittlere. Und probieren das dann gerade nochmal aus. Versuch's jetzt! Nochmal neu starten, ja. Oh, doch. Die mittlere war es, alles klar. Da habe ich dem Spiel Unrecht getan. Ah, da ist sie ja wieder. Die gute alte Kuh. Und los geht's. Wir sollten gucken, dass wir hier schleunigst wegkommen. Möchte ich nur ganz kurz anmerken. Versuch's ja.
Ja, da war der T-Rex noch cool zu der Zeit. Obwohl die Beine ein bisschen lang sind gerade in der Animation, gell? Das sah schon lustig aus. Du bist eine gesickte Diebin. Kriegst du auch Handzellen auf? Wer ist noch übrig? Dr. Sorkin und ihr Assistenten. Danach machen wir den Abflug. Was ist mit Decaf? Decaf ist tot. Ich finde ihre Tattoos gut. Warum erzählst du ihr nicht, was deine Tätowierungen bedeuten? Was bedeuten sie denn? Die Grabsteine stehen für Leute, die ganz in der Zeit gestorben sind. Die Sedden stehen für Leute, die Zeitwegen gestorben sind. Oh. Wo willst du die Tattoos erbringen? Das mit der Stimme, das haben die echt ein bisschen vermasselt, ne? Sag das nochmal! Hey, kommt schon! Es war ein langer Tag und wir sind alle ein bisschen angespannt. Reißt euch zusammen, Leute! Ich habe keine Angst vor euch. Ich? Naja, ich bin selbst eher ein netter Typ. Aber Oscar... Oscar ist halt eine kleine Bitch manchmal, das stimmt. Legt er Zähne ein. Über die Stränge macht er auch, ja. Ich glaube, er schlägt eher Zähne ein. Ich habe schon gesehen, wie Oscar jemandem aus einem geringeren Grund die Zähne eingeschlagen hat. Und mit Zähne meine ich Gesicht. Lass dich nicht täuschen. Wo denn sonst? Hier umgeben von Killern. Hier ist es nicht sicherer als im Dschungel. Umgeben von Killern. Hey, du bist umgeben von Killern. Yeah! Brauchst du noch mehr Beweise dafür, dass diese Kerle irre sind? Das ist ihr Leben. Sie verletzen andere und reißen dann Witze darüber. Wäre cool, wenn sie einen Film oder eine Serie produzieren, die zeitgleich mit zwischen Jurassic Park 3 und Jurassic World spielt. Wäre eine Idee tatsächlich, ne? Wir haben ja noch genug offen eigentlich zwischen den beiden Filmen, obwohl zwischen Jurassic Park 2 und Jurassic Park 3 auch noch ein paar Sachen offen sind. Hurricane Clarissa fehlt noch verfilmt. Dann das Amalgam Testing fehlt noch verfilmt. Die Musik ist nicht zu laut. Nee, nee, die haben einfach hier manchmal den Ton in dem Spiel ein bisschen verkackt. Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Aber die Stimmen sind einfach automatisch dann irgendwie hinter den Ton gebracht. Und ich habe in den Einstellungen, habe ich jetzt extra schon die Stimmen extra laut gemacht. Lauter geht's halt nicht. Und habe sogar den Musikton runtergeregelt. Aber das liegt leider am Spiel. Da kann ich nicht viel ändern. Deswegen haben wir Untertitel. Oscar ist der Lustige, das stimmt auch. Ja, ich finde Oscar auch sehr zum Schmeißen. Außerdem ist Oscar der Lustige von uns beiden. Pass gut auf! So benehmen sich Männer, wenn ihnen der Mut fehlt, sich selbst ins Gesicht zu schauen. Falsch. Ich schaue mir gerne ins Gesicht. Wer würde das nicht bei diesem Prachtexemplar? Komm, ist, dass du überhaupt was siehst, wo dein Kopf doch so tief in... Das reicht jetzt! Oh, Junge! Was willst du denn machen, mich töten? Das hast du ja eh schon mal gemacht. Du bist verrückt! Ich lass mir vielleicht einen Schmetterling auf den Knöchel tätowieren. Die Namen der Leute, die du getötet hast, in deine Zettel ein. Versuch doch! Sehen, hey! Du dann noch zugehört, es gibt hier immer noch Leute, denen wir helfen müssen. Ich weiß nicht, was für Probleme sie haben, aber regeln sie die auf dem Festland. Und nein, du kriegst kein Tattoo. Die Arme, ey. Dr. Harding, ach, Gott sei Dank sind Sie in Sicherheit. Ich habe mir große Sorgen gemacht, nachdem der Kontakt abgebrochen ist. Wir hatten einen ereignisreichen Tag, Dr. Sorkin. Jede Wette. Im ganzen Park sind Systeme ausgefallen. Saurier laufen frei herum. Wirklich ein Spaß für die ganze Familie. Hey, keine Sorge. Wir sind hier draußen geografisch recht gut vom Rest der Insel abgeschnitten. Hier gibt es nur Pflanzenfresser. Was geht hier vor sich? Es gab ein paar... Komplikationen. Wer sind Sie? Was wir brauchen, ist eine bessere Filmüberarbeitung von Jurassic World. Nein, das ist jetzt, der Zug ist abgefahren. Jurassic World, das wird auf jeden Fall im Kanon drin bleiben. Da gibt es keine, das machen die nicht, eine Überarbeitung. Das ist ja auch Quatsch. Die Filme haben ja sehr viel eingespielt. Und es gibt einige Fans von Jurassic World, auch von Jurassic World Dominion. Von daher wäre das ja Quatsch, einfach zu sagen, wir überarbeiten jetzt alles nochmal komplett neu. Das wird nicht passieren. Aber trotz allem könnte man eben sagen, okay, wir
gehen auch nochmal zurück zum Teil in den Jurassic Park. Wir haben ja auch hier ganz neue Settings, wie jetzt hier das Labor von Dr. Sorkin heißt sie, glaube ich. Du hast noch so viel Potenzial, die Geschichten zu erzählen. Nur übertreib's halt dabei nicht. Ne? Nicht dieses Ganze, die globale, die Welt geht unter, weil Riesenschwärme von Heuschrecken Nahrung fressen. Das ist so ein Bullshit einfach. Einfach mal schön klein in der schönen Geschichte bleiben und dann auf der Insel. Ist dann immer dasselbe Setting, ich weiß, aber Jurassic Park gehört auf diese Insel. Auf eine der zwei, die wir haben. Ja, von mir aus könnt ihr noch Anlage C mit dazu erfinden irgendwann. Aber Jurassic Park oder Jurassic World gehört einfach auf eine Insel. Wir sind hier, um sie zu retten. Wir sind die Band. Ja, komm. Ja, wir sind die Band. Wo sollen wir spielen? Wie bitte? Kleiner Scherz. Ingen schickt uns. Wir sind die Kavallerie. Wir sollen sie retten. Ich bin Billy Yoda und das... Also, um das gleich klarzustellen. Ich gehe nirgendwo hin. Dieser Teil der Insel ist ziemlich abgelegen und sehr weit von den Raubsauriern entfernt. Ich bin hier sicher und muss nicht gerettet werden. Das ist keine gute Idee, Ma'am. Aber da Sie schon mal hier sind, könnten Sie damit anfangen, die Stapel an Ingen-Papierkram einzuladen, die hier so viel Platz wegnehmen. Sie hätten das Zeug schon vor Monaten abholen sollen. Hören Sie, wir haben dafür keine Zeit. Sie steigen jetzt entweder friedlich in den Hubschrauber... Oder ich schlag sie persönlich. Muss mal ganz kurz hier an meinen Kopfhörern rumrütteln. Ich glaube nämlich, dass die gerade eine Macke abgekriegt haben. So viele Gerichte schleifen, dass sie die nächsten Jahre Gesetzestexte lesen werden. Ja, wissen Sie was? Wenn uns das schneller von dieser Insel bringt, helfen wir ihnen mit den Kisten. Wo sind sie? Da drüben. Hört ihr da auch so ein Rauschen im Hintergrund oder ist das nur bei mir gerade? Wenn die reden? Hey, kann ich helfen? Der Ton kriselt auch hier. Ja, okay, gut, dann war das nicht nur bei mir eben gerade. Dann war das wieder am Spiel wahrscheinlich. Ja, ey, aber haben Telltale-Spiele nicht immer so kleine Kinderkrankheiten, wie einfach Stimmen, die leiser werden? Der Ton wird einfach mal zwischendurch kacke. Bei euch auch, gut. Das, also was heißt gut, aber dann liegt es nicht an meinen Kopfhörern. Ja, wir gucken mal, wie es jetzt weitergeht, ob wir immer noch so ein Kriseln haben, aber ich glaube, das war einfach nur wieder so eine kleine Kinderkrankheit. Obwohl, ich höre gerade immer noch so ein kleines dezentes Grisseln im Hintergrund. Aber jetzt hier halt nicht mehr, ne? Im Menü jetzt nicht mehr. Jetzt ist es weg. Klar, warum nicht? Ach, ich check's nicht. Ach, keine Ahnung, ist ja egal. Klar, hast ja recht. Ist eine ziemlich tolle Sache. Ich sollte eine Kistenschlepparty schmeißen. Danke, dass Sie uns gerettet haben. Das ist mein Job. Das und anderer Leute Kram zu schleppen. Ich könnte ein paar Bonuspunkte in meiner... Wahrscheinlich eben gerade jeder von uns erstmal kurz die Kopfhörer abgecheckt. Ja, oder? Ich wurde fast fürs Blaumachen vom Unterricht ausgeschlossen. Mom hätte mich umgebracht. Nee, jetzt müsste es immer noch gehen. Bei mir geht's zumindest immer noch. Bei mir ist kein Gekrissel jetzt. Das sollte funktionieren. Was? Ich mache eine Pause. Gute Idee. Bloß nicht überanstrengen. Also, warum hast du Dr. Sorkin eigentlich nicht gesagt, warum wir von der Insel verschwinden müssen? Vertrau mir, wenn wir die verärgern, macht sie uns noch mehr Schwierigkeiten. Und was machen wir dann? Wir setzen unseren Charme ein. Ich brauche nur ein paar Informationen über diese Frau. Über ihre Vergangenheit. Was so in ihr vorgeht. Wenn ich nur das Richtige sage, wird sie am Schluss sogar denken, dass es ihre eigene Idee war, die Insel zu verlassen. Hey, kann ich eine schnorren? Okay, jetzt kommt's gerade wieder, Sekunde. Okay. Dr. Sorkin ist also, die weiß gar nicht, was da gerade alles abgeht, oder was? Ich mach mal ganz kurz hier bei den Toneinstellungen, mache ich mal wieder ein bisschen. Ich glaube nämlich, das kommt tatsächlich, der Ton generell, den machen wir einfach mal lauter. Von der Musik, kann das sein? Mal gucken.
Also, wer hat Lust, die Kisten zum Hubschrauber zu schleppen? Niemand hat da, glaube ich, Lust drauf. Ich auch nicht. Also ihr könnt doch nicht zu faul sein, um Kisten zu schleppen, wenn ihr jetzt gerade auf der Flucht seid von einer Insel, wo Dinosaurier euch fressen wollen.